Tag 6, Montag. Sie rauchen? Nein, danke. Ich höre gerade damit auf. Oh, der hätte von mir sein können. Big Eye, einen wunderschönen guten Abend. Der erste Tag ist der schwerste. Das steht einwandfrei fest. Und wenn sie dich in die Zelle stecken und das Gitter krachend zuschlägt, dann weißt du, dass es kein Traum ist. Im Bruchteil einer Sekunde ist dein Leben dahin. Nichts bleibt davon übrig. Du hast nun alle Zeit, um darüber nachzudenken. Und ein Maßband in deiner Tasche. Knast? Echt jetzt? Ich hasse das Leben. Heiliger Odysseus 31, Randall Hicks, du lebst noch? Sieht so aus. Du bist also mein neuer Zellengenosse, was? Ist schon erstaunlich. Der berühmteste Insasse hier, der, über den die ganze Welt spricht, ist niemand anders als der gute alte Randall Hicks. Mann, das wird ein Spaß, das kann ich dir sagen. Moment mal, warum bin ich denn so berühmt? Tja, du weißt schon, wegen dem, was du getan hast. Nein, weiß ich nicht. Also spuck's aus, hab gerade keine Lust auf Rätselraten. Entspann dich, Mann, das sind nur so Gerüchte, gib nichts auf die. Wir sind hier drin doch eh alle unschuldig. Klar. Ich kann's immer noch nicht glauben. Du und ich, Zellengenossen. Wie viel hast du denn gekriegt, Kumpel? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist mir auch egal. Ich überlebe das hier keinen Tag lang, da bin ich mir sicher. Kopf hoch, Mann. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Vielleicht bist du ja sogar ganz nützlich. Mach dir da mal keine falschen Vorstellungen. Ich werde bestimmt nicht deine Ersatz-Superzuckerschnecke-Gummipuppe. Ah, das wird auch nicht nötig sein. Ich liebe dieses Wort. Ab der Stelle bin ich raus. Soweit bin ich, glaube ich, noch nicht. Was? Big Eye, einen wunderschönen guten Abend nochmal. Moin. Oh je. Das ist er im Jenseits. Ach, wie, das ist er im Jenseits? Da ist er im Jenseits, meinst du, oder wie? Aber warum ist er denn? Warum ist Charlie jetzt im Knast? Hä? Lull? Was ist denn da los? Was ist das denn? Du gräbst hier einen Tunnel? Also was macht man denn hier drin so zum Zeitvertreib? Wie bist du denn eigentlich hier gelandet? Ach, ich sag ja, wir sind hier alle unschuldig. Monster. Warte mal, was hast du gerade gesagt? Nichts, nichts. Weiß bloß nicht, wie ich mit all dem umgehen soll. Wie meinst du das? Naja, weißt du, ich wurde wegen Mordes eingesperrt. Wow, was hat er gemacht? Hat er dir was geklaut? Hat er dich mit Fisch vergiftet? Ich weiß nicht, Mann. Ist alles wie im Nebel. Ich habe eine Menge Macadamia-Schnaps-Intus gehabt. Und dann habe ich wohl den Typen mit meinen Klauen in Streifen geschnitten. Hm. Alter. Wer war denn der arme Bastard? Kenne ich den? Besser als die meisten. Oh, Mann. Du hast Matt geschreddert? Der Junge hat echt kein Glück mit rotierenden Klingen. Ich rede nicht von Matt, sondern von dir. Was? Okay, Charlie, jetzt machst du mir aber Angst. Beruhig dich, Alter. Ich will dich nicht bedrohen oder so. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ich war sternhagelvoll. Ich weiß aber noch, dass ich den Typen zerstückelt habe. Und dass er es verdient hatte. Ich weiß nur, dass der genau so aussah wie du. Das ist sicher. Ich war sogar sicher, dass du das warst, bis ich dich hier reinkommen sah. Aber das sind ja eh alles alte Geschichten, stimmt's? Ja. Ach so, den Spruch, Sarah, klar. Hä? Hab ich jetzt nicht verstanden, das Ding hier. Hä? Also, was macht man denn hier drin so zum Zeitvertreib? Tja, nicht viel. Ich gehe kaum aus meiner Zelle raus. Aber wenn du Unterhaltung brauchst, probier's auf dem Hof. Vielleicht gibt's einen Weitspuck-Wettbewerb. Oder frag die Schwestern. Die stehen auf Party und so. Die Schwestern? Oh, was ist das denn? Du gräbst hier einen Tunnel? Kommt drauf an. Willst du den benutzen? Tja, wäre gar nicht schlecht, ja. Weißt du, das Knastambiente bekommt mir nicht besonders gut. Also, wenn du mitkommen willst, geht das klar. Aber du musst es dir verdienen. Wenn du raus willst, kostet das was. Oh, ich sag dir schon, dass ich nicht dein Ersatz super... Ich sagte, das wird nicht nötig sein. Ich brauche einen Gefallen. Wenn du mir hilfst, verspreche ich dir, dass wir dich hier rauskriegen. Okay. Was genau brauchst du denn? Wird nicht einfach, das hier im Knast zu besorgen. Aber vielleicht kann dir ja noch jemand helfen. Na los, spuck's aus. Worum geht's? Okay, ich rede jetzt mal Klartext. Ich brauche Sprengstoff. Sprengstoff?
Sehe ich wie MacGyver aus? Komm schon, Mann. Ich grab hier einen Tunnel mit meinen Adamantium-Klauen. Die Mauern sind marode, also ist das kein Problem. Warum hat er im Knast noch seine Adamantium-Klaue? Und das ist verstärkter Stahlbeton. Und dagegen kommen meine Klauen nicht an. Wo wir gerade bei deinen Klauen sind, wie hast du die denn überhaupt hier reingeschmuggelt? Danke. Was? Jeder Insasse darf einen Gegenstand behalten, der einen besonderen sentimentalen Wert für ihn hat. Solange er verspricht, niemanden damit umzulegen. Oh, schöne Regel. Was hast du behalten? Ich? Naja, Maßband. Sieht aus wie ein scheiß Maßband. Ich hätte lieber die koreanische Konsole gehabt, die mit den Elektroschocks. Verstehe. Dann will ich dich mal nicht aufhalten. Besorg mir den Sprengstoff. Ach komm schon, Charlie. Wie soll ich denn hier im Knast Sprengstoff auftreiben? Da finde ich doch eher einen Playboy-Bunny. Kann sein. Aber wir sind nun mal im Knast und ich grab einen Tunnel mit meinen Klauen aus Adamantium. Und wenn ich etwas aus Comics gelernt habe, dann ist es, niemals aufzugeben. Naja, das und Adamantium-Klauen plagieren. Ja, okay. Hey, was willst du damit andeuten? Nichts, nichts. Nochmal zurück zu dem Sprengstoff. Eine Ahnung, wo ich am besten anfange? Tja, du könntest ihn selbst herstellen. Oder Sleazy kann dir helfen. Der kommt ja an alles mögliche Zeugs ran. Tut mir leid, aber als in der Schule C4 dran war, habe ich wohl gefehlt. Sei doch nicht so negativ. Ich weiß nicht. Frag einfach mal rum oder geh in die Bibliothek. Lern einfach mal was dazu, Randall. Ich schau mal, was sich machen lässt. Also haben wir jetzt wieder Montag, den 6. Tag? Ich denke, die Zeitschleife ist durch. Oder doch nicht? Psst. Charlie. Randall, besorg mir den Sprengstoff. Ich warte hier. Wenn du dir Mühe gibst, wirst du schon was auftreiben. Ja, mach mal. Okay, aber versprechen kann ich nichts. Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Da komme ich nicht raus. Keine Zeit für ein Nickerchen. Nee, brauche ich nicht. Ich nehme nur den Bezug und lass das Kissen da. Okay, also zwei Kopfkissenbezüge haben wir jetzt mit. Super, das ist echt stark. Neueste Meldung, du bist im Knast, macht's dir gemütlich. Toll, jetzt ist der, das ist Monday, hier steht Monday. Da ist ein M. Ja, krass, okay. Also wieder Montag. Was ist das hier? Fisch. Mortimer, was macht er denn hier? Ich jetzt Gang B. Karl, Bruno. Irgendwoher kenne ich das Gesicht. Das wird dich lehren, sich über mein Essen zu beschweren. Na super. Wow. Da ist eine Waschmitteltablette in einer der Taschen. Das noch als dreckig zu beschreiben, wäre untertrieben. Das fasse ich im Leben nicht an. Ist nur ohne Bezug? Nee, brauche ich nicht. Bett. Gang A. So, wir reden noch eine Runde mit Mortimer. Was macht der denn hier eigentlich? Morty? Bist du das? Was machst du hier? Kein Scheiß? Wie das denn? Das glaube ich ja nicht. Weißt du was, Genosse Mortimer? Einfach Sandwich. Ich habe keine Ahnung, was das Gegrummel bedeuten soll. Hatte ich nie. Um ehrlich zu sein, fühlte sich das immer so an, als würde ich was nicht mitkriegen. Morty, du weißt, dass das mit uns beiden nie funktionieren konnte, oder? Wir stammen von komplett unterschiedlichen Welten. Nein, sag nichts.
Mach's nicht schwerer für mich, als es eh schon ist. Da war er also die ganze Zeit. Das heißt, er war die ganze Zeit, war er im Gefängnis und hat die ganze Zeit nur geträumt? Weil die ganze Zeit hat er nur Situationen durchgespielt und die eigentliche Situation war, dass er... War die Situation auf dem Dach? Hä? Nee. Oder? Schnaps. Den werden wir wahrscheinlich hier rausholen müssen, damit wir den Schnaps im Waschbecken kriegen. Wie bitte? Vergiss es, oder hast du das gerade nicht gesehen? Den Fusel kann ich nicht einfach mit der Hand nehmen. Den kann ich wahrscheinlich überhaupt nicht nehmen, den Fusel. Und den Fusel kriege ich höchstwahrscheinlich mit dem wegen Kissenbezügen. Höchstwahrscheinlich. Ja. So, dafür muss er aber hier, Klappspaten-Typ hier, der muss hier raus. Waschbecken. Klappbett. Ich krieg ihn nicht mit bloßen Händen raus. Aha, also hier ist noch ein bisschen was zu tun in dem Knast. Keine Ahnung. Aber du hast dich vorhin in seinem Zimmer gefragt, wo Morty denn ist. Deshalb habe ich das gesagt. Ach so. Ja, ich habe ja... ich dachte, das war auf Randall bezogen. Aber warum war es Morty jetzt hier? Ich blick gerade überhaupt nicht durch. Wer hat was gemacht? Randall hat ihn angeblich getötet, aber dort ist ja die Knarre auf dem Dach eben alleine losgegangen. Denn Charlie hat irgendeinen Typen, der aussieht wie Randall, mit seinen Krallen durchgeschnitten. Und Morty, keine Ahnung. Die Jungs gehen immer bei den Neulingen fischen. Und sie geben nicht auf, bis sie einen am Haken haben. Okay. Gehen mal kurz drüben gucken noch, ja? Ach. Herr Spengemann. Duschraum. Mit der Katze? Du solltest dich von dieser Katze lieber fernhalten. Was meinen Sie damit? Sie denken doch hoffentlich nicht daran, die zu essen, oder? Himmel, nein. Für wen hältst du mich denn? Keine Ahnung. Für einen Grillfreak? Woher zum Geier weißt du das? Ist aber auch egal. Die Katze rennt dir schon ein paar Jahre rum. Und immer wenn sie sich mit jemandem anfreundet, dann stirbt ihr bald darauf. Sie kann irgendwie den Tod riechen. Oh, super. Aha. Ist ja toll. Als ob der Fluch nicht schon genug wäre. Jetzt habe ich auch noch eine Katze des Todes am Hals. Und er hat immer noch sein komisches Smiley-Abzeichen hier oben, Danne. Liegt wirklich in den Momentan Dusche. Dürfen wir da offensichtlich nicht rein. Aha. Hof. Gott. Mary. Hey, Mary. Was gibt's, Gefangener? Schon eingelebt? Es geht so. Hier laufen die Dinge anders, Junge. Wenn du also ein Rad willst, bleib geistig immer in Bewegung. Kümmer dich nur um dich und mach keinen Ärger. Wenn du eine Beschäftigung brauchst, rede mit mir. Ich verteile hier die Jobs. Das merke ich mir. Glaub mir, Junge, besser man hält hier den Ball flach. Du darfst keine Aufmerksamkeit erwecken. Ich glaube, die Leute hier drin können deinesgleichen nicht besonders gut leiden. Was meinen Sie mit meinesgleichen? Entspann dich, mein Freund. Ich verurteile dich nicht. Aber glaub bloß nicht, dass die Mitgefangenen so nett zu dir sein werden wie ich. Danke, Murray. Nicht zu danken. Wer freundlich, ja? Dankeschön. Ja? Magst du die Katze lieber als den Hund? Nein. Sicher nicht. Na gut, immerhin, die Katze hat zwei vernünftige Augen. Der Hund hat nicht mal eine Pupille gehabt. Ist das nicht stinkend langweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker ist zu sitzen? Ist es nicht stinkend langweilig, den ganzen Tag auf dem Hocker zu sitzen? Ganz ehrlich? Ja. Aber
Dienst ist Dienst. Dürfen Sie denn nicht mal was mitbringen, um ein bisschen Unterhaltung zu haben? Nicht mehr. Wir konnten früher Zeitung lesen, aber dann ist so viel passiert. Und der Direktor sagte, dass wohl weniger passieren würde, wenn die Wachen anfangen würden, die Gefangenen auch wirklich zu bewachen. Verstehe. Aha. Ja, man kann ja sein Geld auch verdienen und nicht nur bekommen, wa? Ist auch mal so eine Sache. Was ist das da hinter Ihnen? Ja, das sind die Duschen. Oh, verstehe. Das hört man immer in den Filmen, stimmt's? Tja, man darf nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht. Könnte ich mir die Duschen mal anschauen? Wäre echt toll. Nein, da kommst du nur rein, wenn Duschzeit ist. Okay. Wenn's halt gar nicht geht. Nee. Gerade dann möchte ich nicht in der Dusche, wenn Duschzeit ist. Ich lass ihn mal arbeiten. So, dann gucken wir uns noch den Hof an. Ich muss zugeben, dass ich von Randy nicht besonders viel hielt, als ich ihn das erste Mal zu Gesicht bekam. Er sah aus, als könnte ihn eine leichte Brise umhauen. Zumindest war das mein erster Eindruck. Hey Junge, komm mal rüber. Hab ich was falsch gemacht? Du bist der Neue, stimmt's? What? Der Dieb ist in out. Der ist auch da. Ja, ja, der ist da, weil ich den ja selber, glaube ich. Nee, hab ich den eingeklassen gehabt? Nee. Naja, neuer klingt besser als alter. Kommt auf den Zusammenhang an. Der alte Sleazy klingt für mich besser als die neue Leiche im Duschraum. Entspann dich, Junge. Ich bin nicht gefährlich. Die Leute hier drin brauchen mich, also legen sie sich nicht mit mir an. Du bist derjenige, der etwas aufpassen sollte. Hier gibt's einige, die deinesgleichen nicht leiden können. Meinesgleichen? Aha. Ja, du weißt schon. Der Grund, warum du hier bist. Und warum bin ich hier? Weil das alles Mögliche sein kann, soweit ich weiß. Du weißt nicht, was du gemacht hast? Ehrlich gesagt, nein. Wow, Mann. Du bist schräger drauf, als ich dachte. Hä? Ich krieg eine Gänsehaut. Was habe ich denn nun gemacht? Hey, ich verurteile niemanden. Von mir aus kannst du nackten Supermarkt überfallen, ist mir Schnuppe. Bist du deswegen hier? Ah, touché. Na dann mal zur Sache. So, was hat er denn nun gemacht? Ich habe so Sachen über dich gehört. Stimmen die? Hey, ich kenne den Typen nicht mal. Ich schätze, ich bin der Neue. Bist du der berühmte Sleazy, von dem ich so viel gehört habe? Ich habe noch ja nichts von ihm gehört. Ja, ich schätze, ich bin der Neue. Bist du der berühmte Sleazy, von dem ich so viel gehört habe? Ha, na hoffentlich nur Gutes. Wie ich höre, kannst du Sachen besorgen. Dein erster Tag hier drin und du brauchst schon was? Komm schon, Junge, geh's mal langsam an. Ich brauche Hilfe, um an bestimmte Sachen ranzukommen. Und alle sagen, du wärst mein Mann. Was du nicht sagst. Sprengstoff? Und was genau brauchst du? Ich brauche eine Menge Zeug. Und als erstes einen Weg hier raus. Ich kann dir alles besorgen. Aber da musst du schon etwas mehr ins Detail gehen. So einfach ist das? Ja, aber es dauert einen Tag. Ich kann dir alles besorgen. Aber du kriegst es erst morgen. Oh, tu mir das nicht an. Ich komm sogar an einen Panzer ran. Ein Panzer? Ja, ein Panzer. Brauchst du einen Panzer? Was? Das glaubst du nicht? Nee, darum geht's gar nicht. Weil ich dir einen Panzer nämlich einfach so besorgen kann. No, Schützenpanzer. Ich glaub's ja, Mann. Sleazys Wort ist wie ein Schwur. Wenn ich dir sage, ich kann dir einen Panzer besorgen, dann kann ich dir bis morgen einen Panzer besorgen. Ich will keinen scheiß Panzer. Sagtest du gerade, mein Panzer ist scheiße? Hä? Nein, ich brauch nur gerade keinen. Tja, zu spät. Die Bestellung ist schon aufgegeben. Morgen hast du deinen Panzer. Okay, aber ein paar Sachen brauche ich noch heute. Da kann ich dir nicht helfen. War's das? Ja, jetzt bin ich zumindest stinksauer. Hast du etwa eine ganze Packung Kaugummi im Mund oder was? Um genau zu sein, zwei. Ich gewöhne mir das Rauchen ab, aber es läuft miserabel. Das beruhigt mich. Ein bisschen. Und du solltest auch mal runterkommen. Morgen hast du deinen Panzer. Okay. Ja, dann brauche ich aber keinen Sprengstoff mehr weg, wo ich einen Panzer habe. Gott, da kriegst du ja Angst, Junge. Also ich krieg sowas auch hin mit meinem Auge, ja? Das wollen wir mal nicht, wa? Aber die ganzen
Mit was soll ich denn hier reden? Mit dem Stein? Du Scheiße, ist ja der Hof nur so groß. Reck. Ich könnte ja ein kleines Fitnesstraining einlegen. Vielleicht später. Der kaut wie ein Pferd, wa? Ekelhaft. Hinterhof, auch noch. Alter, wie groß ist denn der Knast? Wie lange hält... Ich kann gut verstehen, warum einige der Jungs ihn für einen Snob hielten. Es war seine ruhende Art. Wie er ging und sprach, das war schon ungewöhnlich hier. Er schlenderte herum wie einer, der in einem Computerspieleladen herumspaziert und den nichts auf der Welt bedrückt. Als ob er einen unsichtbaren Mantel anhätte, der ihn beschützt. Ja, ich glaube, man kann sagen, dass ich Randy von Anfang an mochte. Hallo Jungs, ich bin der Neue. Gut, du hast uns gerade noch gefehlt. Bin nicht sicher, ob mir das gefallen wird. Entspann dich, Kleiner. Du kannst uns vertrauen, stimmt's, Jungs? Stimmt. Meistens. Ja, wie auch immer. Wir haben eine Menge üble Sachen über dich gehört, Bruder. Die Leute reden, als wärst du ein richtiges Monster. Stimmt das? Wenn mir das Leben hier drin einfacher macht? Ja, stimmt. Ich bin das Monster. Gut gesagt, Monster. Und wie heißt du? Hicks. Randall Hicks. Randy der Rookie. Ich mag dich, Mann. Komm, spiel mit uns. Wir trainieren für den Inter-JVA-Weitspuck-Wettbewerb. Komm schon, zeig, was du drauf hast. Ehrlich? Scheiße, immer dieses Randy. Nein, danke, mir ist gerade nicht danach. Ach. Randy, Randy, Randy. Ich hab nicht gesagt, spiel mit, wenn dir danach ist. Aber du bist neu, also gebe ich dir dies eine Mal. Und jetzt, spuck! Okay, los geht's. Recht hast du. Das ist alles? Sag, dass das nur ein Ausrutscher war. Das war nur ein Ausrutscher. Mehr geht bei dir nicht? Komm schon, versuch's noch einmal. Okay, wenn's sein muss. Lass doch mal ein richtiges Ding raus da. Ach, komm schon. Das kann meine kleine Schwester ja besser. Was ein Schwächling. Weißt du was? Das ist doch der Alte, oder? Dir fehlt das nötige Etwas. Der Weißhaarige? Wenn du hier drin überleben willst, bei dem mit musst den komischen Rastern da überlegen, welche Stimme das ist. Mami kann dich hier nicht an der Hand halten. Er wird jetzt verpiss dich. Will nicht, dass uns jemand für Freunde hält. So, also. Das ist doch der Alte, oder? Die Stimme sagt mir irgendwas. Vor allem ist das ganz toll, ja, dass du als Gefangener so eine Stiefel mit Stahlkappe anhast, ja. Ganz Bombe. Vertreter, was macht der denn hier? Latte? Kann ich nicht hochheben. Zu schwer. Alter, krass, oder? Vorhof. Leute, also, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass die Story jetzt noch so dermaßen weitergeht. Ich habe jetzt echt gedacht, es ist Feierabend. Wenn wir, also mein Plan war eigentlich der, oder mein Gedanke war der, dass wir irgendwie diese Fünferstelle, diesen Montag mit dem Ring, das halt auflösen, ja. Und, Alter... Irgendwie habe ich so eine dumme Gefühl. Da werden wir noch ein paar Montage haben, meine Lieben. Na, ein persönlicher Gegenstand ist doch erlaubt. Wenn man verspricht, niemanden damit umzubringen. Welchen Satz zeigen jetzt verplant hier sie? Das ist doch wieder so typisch Micha jetzt, oder? Ja, ja, hat Charlie ja gesagt. Aber unser persönlicher Gegenstand... Ach so, die Stahlkappenstiefel. Entschuldigung.